Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Barfußlaufen TV. Mein Name ist Thorsten Ludwig, ich bin der Gründer und Inhaber von Soulrunner Barfußschuhen und heute geht es um einen der innovativsten, ich habe glaube ich schon mal gesagt, der innovativste Barfußschuh schlechthin. Er ist so innovativ, dass es ihn erstens in der dritten Version gibt, das ist nämlich der Transition Vario 3 und zum zweiten haben wir ihn von Schuhgröße 28 bis Schuhgröße 48. Wow, wer hätte das gedacht? Und warum ist dieser Schuh so innovativ? Das möchte ich euch ganz gerne erläutern. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf Barfußlaufen TV. Solltet ihr dieses Video bei uns auf der Webseite sehen oder auf irgendeiner Partner-Webseite, dann geht doch bitte auf www.barfußlaufen.tv, dann werdet ihr direkt zu unserem YouTube-Kanal geleitet und es würde uns sehr freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt, wenn euch das Video gefällt und sogar den Kanal abonniert. Und wenn ihr dann noch die Glocke drückt, dann werdet ihr auch informiert von YouTube, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Das Ganze kostet nichts, ist aber nicht umsonst, denn hier gibt es Informationen rund um Barfußschuhe, rund um das Thema gesundes Laufen. Es gibt den Barfuß Laufen Talk und. Bitte schaut euch gerne bei uns auf dem YouTube-Kanal einmal rum. Aber kommen wir zu diesem Schuh und wie immer beginnen wir mit dem, was unter dem Schuh ist, nämlich an der Sohle. Und hier seht man, dieser Schuh hat genau die gleiche tolle, flexible Sohle. Eine 6 mm Sohle, die unheimlich flexibel ist, die sich biegen lässt. Der Fuß macht alles, der Fuß kann alles mitmachen. Der Schuh erlaubt vieles und die Sohle geht natürlich mit. Die Sohle ist trotzdem auch noch hier vorne angenäht, sodass da im Grunde nichts passieren kann. Außerdem haben wir hier oben einen Schutz, der geht einmal um den Schuh rum. Das ist, ja, eigentlich macht es den Schuh bis hierhin, wenn wir sagen, bis hierhin wasserdicht. Ja, das Innovative ist innen drin. Aber lasst mich vielleicht noch zwei Sätze sagen zu dem Schuh, warum er Transition Vario heißt. Vario, das heißt, wir können ihn variabel machen. Und das ist das Innovative. Das heißt, diesen Schuh, den kann man im Sommer tragen. Ich trage den im Sommer in die Berge, denn das hier ist keine Stütze, wie ich es bei den Bergschuhen habe, sondern das schützt mich lediglich, aber es ist keine Stütze. Und wir haben hier eine, das heißt, den Schuh kann man unter bestimmten Voraussetzungen wirklich das ganze Jahr übertragen. Und wir haben hier eine 6 mm Sohle, die natürlich auch isoliert. Wem diese Isolierung im Winter nicht reicht, der hat die Möglichkeit, eine Einlegsohle einzulegen. Diese Einlegsohle, die geben wir mit, ist in jedem unserer sportlichen Schuhe drin, kommt kostenlos dazu. Und wo ist sie? Hier ist sie, nochmal eine 6 mm Einlegesohle, so dass wir praktisch eine 2,5 mm oder 2 mm Einlegsohle haben, eine 6 mm Einlegsohle. Und jetzt kommt das Innovative. Der Schuh hat hier hinten, komm mal ein bisschen näher, hier hinten hat der Schuh, man hört es, eine Tasche. Hier sieht man die Tasche. Hier haben wir den einen Part und da haben wir den anderen Part. Und in dieser Tasche haben wir nochmal ein Vlies eingearbeitet. Und das ist zum Herausnehmen, wie ihr gerade gesehen habt. Und wenn ich das von außen mal so ein bisschen dran mache wieder, dann seht ihr, wie viel von dem Schuh im Grunde schon mal geschützt ist. Und zwar von der Temperatur her geschützt ist. Das heißt, wenn es mir im Winter zu kalt ist, dann tue ich dieses Insert rein. Das ist eine Viskose-Polyester-Mischung. Das brauchen wir, weil das eine nimmt die Feuchtigkeit auf und das andere gibt die Feuchtigkeit ab. Und das wärmt gleichzeitig. Das ist ein Funktionsmaterial, wie man es auch schon von anderen Funktionsbekleidungen her kennt. Keiner trägt heute mehr ein Baumwoll-T-Shirt, wenn er zum Wandern geht. Das sind alles Funktionsbekleidung zum Skifahren, auch zum Wärmen und ähnlich. Haben wir hier ein Funktionsvlies, was wir hier mit einarbeiten. Und das ist eigentlich die Schwierigkeit und diese Innovation, denn diese Tasche war so kompliziert herzustellen, weil hier darf nichts drücken. Das muss wirklich hundertprozentig passen.
passen und die Inserts müssen natürlich auch, wenn sie passen, dürfen sie nicht drücken, also hier darf von der Tasche her keine Falte entstehen und das hier muss natürlich auch berücksichtigt werden, hier dieses Vlies. Das bedeutet natürlich auch, dieses Vlies ist ungefähr 6 mm dick, ihr seht es, und das bedeutet natürlich auch, wer sich diesen Schuh vielleicht ein bisschen zu knapp kauft und dann hier hinten noch 6 mm hat, die ihn vielleicht ein bisschen nach vorne schieben, dass man dann hier vorne gegenstößt. Also bitte kauft diesen Schuh nicht zu knapp. Probiert diesen Schuh mit Einlegesohle, probiert diesen Schuh ohne Einlegesohle und ihr könnt diesen Schuh natürlich auch gern probieren mit und ohne diesem Material, denn das nützt natürlich alles nur was, wenn ihr diesen Schuh auch tragen könnt mit und ohne diese entsprechenden Einsätze. Also, das ist ein Schuh für, was soll ich sagen, 360 Tage im Jahr oder vielleicht für, na, locker 8 Monate, 9 Monate kann man diesen Schuh tragen. Natürlich, wenn wir draußen 35 Grad haben, alle mit kurzer Hose und Holzgewehr durch die Gegend laufen, in einer Hand ein Eis, in der anderen Hand das Surfbrett, dann werden wir so einen Schuh sicherlich nicht anziehen. Aber wer im Sommer zum Wandern geht, in die Berge geht, der kann diesen Schuh ohne weiteres tragen und zwar ohne diese vielen Einsätze, die wir hier mitliefern. Ja, der Schuh ist so hoch, dass der Knöchel im Grunde geschützt wird. Das hatte ich vorhin schon erwähnt. Wir haben hier vorne die Schutzkante. Was fehlt noch? Es fehlt der Wasserabweisungstest und dazu komme ich jetzt. Ja, und wie immer tröpfle ich hier etwas Wasser auf das Material und wie man sieht, es bleibt stehen. Die Tropfen bleiben stehen. Mal gucken, ob ich es so hinkriege, dass sie nicht runterrollen. Da beginnen sie jetzt schon abzurollen. Ihr seht, die Tropfen bleiben hier weitgehend stehen. Dieses Material saugt nicht ein. Das heißt, dieser Schuh ist wasserabweisend ausgerüstet. Was das bedeutet, wie das funktioniert, ja, das interessiert euch. Kein Problem, geht bitte bei uns auf die Webseite soul-runner.com. Ich denke, da seid ihr unter Umständen jetzt schon. Aber ganz oben gibt es einen Punkt, der heißt Wissenswertes. Und da gibt es Fragen und Antworten. Und innerhalb dieser Fragen und Antworten beantworten wir die Frage, was macht der Hersteller, was macht der Zulieferer, um dieses Material wasserabweisend zu bekommen. Was könnt ihr machen, um diesen Schuh zu pflegen? Na, zum einen, das ist natürlich ein Glattlederschuh, also ihr könnt ihn eincremen, logischerweise. Dann bleibt er auch schön geschmeidig. Und dann würde ich trotzdem hin und wieder mit dem Spray rüber gehen, um diese wasserabweisende Eigenschaft, damit die erhalten bleibt. Ja, mehr gibt es zu diesem Schuh nicht zu sagen. Ich wünsche euch viel Freude mit dem Schuh. Einer unserer Bestseller, ein Schuh fürs ganze Jahr, der Transition Vario 3. Und ich hoffe, ich konnte klar machen, warum dieser Schuh Vario heißt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Servus, ciao.